Mir ist gerade mal wieder bewusst geworden, wie sehr ich in dem Traumleben bin, wovon ich vor ein paar Jahren geträumt habe, ohne zu wissen, wie das funktionieren soll, also ohne wirklich dran zu glauben, dass das mal zur Lebenswirklichkeit wird und wie normal das auf der anderen Seite auch schon ist. Wenn ich nicht gerade mal nochmal ja, darauf geschubst worden wäre, wo man mir gesagt hat, ach, hast du es gut? Was meine ich damit? Wenn du von einem freien Leben träumst und so eine Vorstellung hast, wenn wirklich alles für dich möglich wäre, wie so ein idealer Tag ausschaut. Bei mir stand da mal drauf, dass ich mich irgendwo aufhalte, wo es wirklich warm ist, dass ich morgens am Strand hocken kann, aufs glitzernde Meer schauen kann, Sonne, Strand, Wärme, Palmen, dass ich mit meinem Schatz zusammen abends auch am Strand hocken kann, den Sonnenuntergang sehe, dass wir tagsüber die Dinge machen, die uns Freude machen, dass wir völlig frei und selbstbestimmt unterwegs sind, uns gerade dort aufhalten, wo es uns gerade gefällt, die Kinder mit im Boot haben, dass wir uns auch als Familie, ja, irgendwo treffen, wo es uns gerade gefällt. Und das ist jetzt ja bei uns schon so normal seit ein paar Jahren. Aber dennoch ist es ja für die meisten Menschen da draußen nicht normal. Und dazu würde ich dich gerne mal einladen, dich dazu zu ermutigen, die Träume, die du hast, wie ich sie auch einst mal hatte von einem freien Leben, die hast du, weil es aus dir kommt und denen darfst du auch folgen. Das Unbequeme dabei ist, dass du beginnen darfst, anders zu denken, anders zu handeln, um andere Ergebnisse dann letzten Endes auch zu bekommen. Was meine ich damit? Mein Traum war ja, einfach mal frei auf der Welt unterwegs zu sein, wie ich das eben schon erwähnt habe. Und war gerade gestern so die Situation, unser Sohn hat mit seiner Freundin vor ein paar Wochen ganz spontan die Idee gehabt, ein paar Tage in Spanien zu verbringen. Und wir waren dann in unserem Familiencall. Zusammen hat er erzählt und ganz spontan kam die Idee auf, lass uns doch dann in Spanien alle zusammen auch mal noch ein paar Tage als Familie verbringen. Ja? So, die ganze Zeit habe ich dann immer gedacht, so langsam wird es Zeit, der Termin rückt näher, solltest du mal Flüge buchen. Und gestern Abend dachte ich, okay, jetzt schaue ich mal, was es an Flügen gibt. Hier von Zypern aus, wo wir gerade sind. Unser Sohn reist von Deutschland aus an mit seiner Freundin. Unsere Tochter reist auch von Deutschland aus an, aber von einem anderen Ort aus Deutschland. Und gestern Abend, so von jetzt auf gleich, völlig ungeplant, im Grunde genommen Flüge gebucht. Und auch einfach mal One-Way-Flüge gebucht, ja? Kein Hin- und Rückflug, sondern einfach mal One-Way. Mal schauen, wie lange wir in Spanien sind. Und das ist so normal. Das ist einfach mein neues Normal, wenn man mich nicht von außen immer mal wieder darauf ansprechen würde oder darauf hinweisen würde. Und dieser Traum war ja bei mir auch einfach nur mal als Traum. Und mein Kopf hat dazwischen gegrätscht, wie sollten das funktionieren? Im Hinblick auf die Geldenergie schon mal, weil da braucht es ja auch eine finanziell flexible Geldenergie, sage ich mal, um von jetzt auf gleich Flüge buchen zu können, und da frei wählen zu können und auch nicht Flüge zu buchen, wo du, keine Ahnung, 3 Tage unterwegs bist, weil der billigste Flug einfach ja, einen Aufwand von 36 Stunden braucht. Das gibt es ja auch alles. Also wo man wirklich so One-Way-Ticket buchen kann. Und Direktflug und solche Dinge, was einfach auch gerade einem am besten passt. Und da durfte ich einfach beginnen, nicht nur mir auch jemand an meiner Seite zu gönnen, der damals schon das gelebt hatte mit seiner Familie, was ich auch eigentlich haben wollte, weil nur derjenige konnte mir den Weg zeigen. Zuvor habe ich ganz viel alleine versucht, das hinzubekommen. Hat nicht ganz so gut funktioniert, um nicht zu sagen, hat gar nicht funktioniert. Warum habe ich es alleine versucht? Weil natürlich auch ein Stück weit eine Prägung da war, ich muss das alleine hinkriegen.
kennen wir auch alle so aus der Kinderstube. Wie oft habe ich dir schon gesagt, wie das funktioniert? Wann hast du es endlich verstanden? Wann kriegst du es endlich hin? So oder so ähnlich haben wir ja ganz vieles gehört. Keine Elternschelte. Ich habe das sicherlich möglicherweise meinen Kindern auch mal früher weitergegeben. Unbewusst. Aber darum geht es ja auch nicht. Ich will damit nur sagen, wie sehr da in uns auch eine Instanz da ist, die uns erzählt, ich muss es alleine hinkriegen. Ne? So ab Schulabschluss oder Berufsabschluss haben wir so die interessante Ansicht. Ich weiß jetzt, wie das Leben funktioniert, ich muss das jetzt alleine hinkriegen oder ich kriege das alleine hin. Also jemanden an meiner Seite zu haben, das war das Allerbeste, was ich mir damals gönnen konnte, um wirklich in dieses traumhafte, freie Leben zu starten. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, mir ganz klar drüber zu werden, wirklich in allen Facetten, wie schaut denn mein ideales Leben wirklich aus? Und dann daraus beginnend zu resultierend, immer mehr stabil in diese Energie einzutauchen und daraus resultierend natürlich anders zu denken, stabil, nicht nur einmal, stabil anders zu denken, stabil anders zu fühlen, nicht nur einmal, einmal kurz Dankbarkeit, sondern stabil in den Tag integrieren. Und daraus resultieren dann natürlich anders zu handeln. Und dieser Schritt, es gibt noch ein paar mehr Schritte, das wird jetzt aber hier den Rahmen sprengen, auf die es wirklich zu achten gilt, was viele bei dem Thema Stichwort Manifestation überhaupt nicht wissen, worauf es da im Detail noch ankommt, aber wird jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen. Stabil anders zu handeln hängt ja immer damit zusammen, dass man die Komfortzone verlässt. Bei mir war dann irgendwann auch so der Impuls da, nachdem ich auch nach 30 Jahren aus dem öffentlichen Dienst gekündigt hatte, freiwillig gegangen bin, dass ich schon auch mich gerne aus Deutschland abmelden wollte. Ich hatte Auswandern nicht wirklich auf dem Schirm, aber irgendwie hat das für mich auch nicht mehr gepasst. So, und dann wirklich so diesen Tag X zu haben, mich wirklich abzumelden, komplett frei zu sein, erstmal gar keinen festen Wohnsitz zu haben, um dann nachher halt, ja, kam ja dann Zypern ins Spiel, wo wir dann hier und ja auch in Dubai Wohn- und Firmensitz haben. Das war unbequem. Da hat mein Kopf rebelliert. Was machst du da? Bist du jetzt ganz daneben? Geht das jetzt wirklich gut? Da kam noch die besondere Zeit dazu, 2019, 2020. Mein Kopf hat einfach rebelliert, ganz klar. Aber mein Herz hat eine klare Sprache gesprochen, in die Richtung geht's. Also ganz so nach dem Motto, der Kopf sagt nein, auf gar keinen Fall. Das Herz sagt ja, also mache ich's. Mein Bauchgefühl war natürlich auch seltsam, weil da war auch so ein Bauchkrummeln natürlich da. Das ist auch etwas, was man wissen darf. Je größer die Dinge, die Träume, denen du folgst, umso unguter ist unter Umständen auch das Bauchgefühl. Weil das Bauchgefühl ist natürlich das Bauchgehirn. Bauchgefühl, Bauchgehirn hängt natürlich auch mit unserem Kopfgehirn zusammen, mit unserem Stammhirn. Und das mag einfach keine Veränderung. Unser Gehirn, egal ob Bauchgehirn oder Kopfgehirn, Stammhirn, das will immer den Weg ganz genau planen, den Weg kennen von A nach B, sich in der Sicherheit wiegen. Und bei dem Herz, bei der Herzensenergie, bei den Impulsen, die wir aus dem universellen Feld bekommen, aus der Seele, aus dem Higher Self, ganz gleich, welchen Namen wir dieser Energie auch geben, da gibt es keine Berechnung, wie genau das ausschaut. Da gibt es immer nur eins, dem Impuls folgen. Ein Impuls zu empfangen, dafür gehen, weiter. Impuls empfangen, gehen. Und das fühlt sich einfach immer unbequem an. Und das darfst du wissen, weil da ist man schon mal dazu geneigt, fühlt sich jetzt irgendwie nicht gut an und mal lassen die Schranke zu und merken dann wiederum, wir dann doch eine Schleife gedreht haben und doch nicht da angekommen sind. Aber die Idee, die Impulse, die du hast zu deinem freien, idealen Leben, die kommen ja aus dir und denen darfst du auch folgen. Und wissen, dass, ja, um es mal so auszudrücken, diese wirkliche Weiterentwicklung, das Ankommen in dem neuen Leben, immer was damit zu tun hat, die Komfortzone zu verlassen und deshalb immer unbequem ist. Also je größer im Grunde genommen der Widerstand, umso größer sind die Erfolge dahinter und umso mehr darfst du wissen, that's the way, dem darfst du folgen.
in diesem Sinne. Und das natürlich auch dennoch mit Freude, mit Spaß und mit Leichtigkeit. Und dann werden auch in deinem Leben wunderbare, großartige Dinge entstehen, weil die sind auf einer anderen Dimension im universellen Feld schon für dich vorbereitet. Du darfst dir nur erlauben, alles das auch in dein Leben zu lassen, mit all dem, was für dich eben auch dazugehört. Mit Freude, mit Spaß und mit Leichtigkeit. In diesem Sinne, hab noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ciao, ciao, das war die Irmgard.